Bad Radkersburg wurde mit zahlreichen Ehrengästen das neue Jufa-Hotel feierlich eröffnet. In unmittelbarer Nähe zur Parktherme soll das Hotel nicht nur Urlaubsgäste, sondern auch Gäste aus der Umgebung, Anrainer und Nachbarn ansprechen. Ein wunderschönes neues Hotel in der Jufa-Welt. Und wir sind wirklich stolz, es ist eines unserer Vorzeigehotels geworden in der ganzen Jufa-Gruppe. Wir freuen uns auf viele Gäste, die hierher kommen, natürlich auch aus der Region, denn dieses Hotel steht ja auch offen für die Bevölkerung. Das heißt, auch die Familien mit den Kindern sind im Kinderspielbereich herzlich willkommen. Also die Jufa-Hotel-Idee heißt immer schon leistbaren Urlaub für alle. Das heißt, alle Familien können sich das leisten, alle Pärchen. Wir haben viele Aktivurlauber hier in der Region dann. Und wir sind ein Ausgangspunkt und wir verbinden uns mit der Region, mit der Bevölkerung. Und das ist ein Teil des Erfolgskonzepts. Das geht von Hamburg bis hierher nach Radkersburg, ist die Idee immer ähnlich. Trotzdem ist jeder Standort unterschiedlich. Und ich glaube, hier in Radkersburg ist etwas besonders Spannendes gelungen. Das Hotel mit 4-Sterne-Niveau bietet 89 Zimmer und eine familienfreundliche Ausstattung. Somit soll der Aufenthalt zu einem speziellen Erlebnis werden. Es ist, glaube ich, die Kombination von vielen Alleinstellungsmerkmalen, die das Haus ausmachen. Einerseits ein Jufa-Haus, wir wissen, für was das Jufa steht. Ein Jufa-Haus, das aber auch im Bereich der 4-Sterne, respektive 4-Sterne-Haus sein wird. Es wird ein sehr modernes Haus in Kombination mit historischem, mit der Wandelhalle. Und es wird trotzdem jugendlich, informell, offen für alle sein und an einmaliger Lage in Bad Radkersburg. Beim Projekt Jufa Bad Radkersburg wurde ein Schwerpunkt auf die Erhaltung des Altbestandes des ehemaligen Kurhauses gelegt. So erfährt die alte Wandelhalle mit einem offenen Raumkonzept eine neue Nutzung. Ein Haus aus den 60er Jahren hat natürlich eine gewisse Zeitbezogenheit. Es war eher cool, es war eher klinisch, alles weiß. Es waren diese Kuraura hat es von sich gegeben. Die Wandelhalle war zwar großzügig, ja, Wandeln eben zum Gehen hier gerichtet, also nicht zum Verweilen gerichtet. Und wenn man natürlich ein Hotel, das umwandelt in ein Hotel, muss man darauf reagieren können, dass eben die Aufenthaltsqualität dieses Hauses eine ganz andere sein oder werden muss. Auf der anderen Seite war die Architektur, diese bauhausartige 60er-Jahre-Architektur durchwegs bemerkenswert, ja, und die zu erhalten und diese Symbiose herzustellen von dieser Kuranstalt zu einer Wohnanstalt, einem Hotel, war unsere größte Herausforderung. Das neue Hotel soll ein lebendiger Treffpunkt im Kurpark sein und somit auch eine echte Bereicherung für die Stadt. Weil es ganz wichtig war, das alte Gebäude, wo wir uns jetzt befinden, oder das eines war, zu revitalisieren. Und es war im Eigentum der Stadt letztendlich. Und das war eine Angelegenheit, die schon Jahre gewartet hat. Das ist jetzt damit gelungen und vor allem in einer Art und Weise gelungen, dass wir als Stadt, auch die Bürger der Stadt, tatsächlich einen Mehrwert haben, weil das Hotel auch dafür gedacht ist, für die Terrasse, fürs Restaurant, fürs Kaffeehaus auch dementsprechend benutzt zu werden. Das familienfreundliche Hotelkonzept hat sich in der Region bewährt. Nun überzeugt das Haus auch in Bad Radkersburg mit seinem vielseitigen Angebot. Ich glaube, ein neues Kapitel ist eigentlich aufgeschlagen worden. Und wenn wir hier in diesem revitalisierten alten Kurhaus stehen, das ja um einen neuen Gebäudeteil ergänzt worden ist, dann muss ich einfach gratulieren zu diesem Projekt. In der wunderschönen Stadt Radkersburg ein so tolles Hotelprojekt nachhaltig zu initiieren. Radkersburg hat einen wunderbaren Altstadtkern, hat gut erhaltene historische Festungsanlagen, eine unheimlich spannende Geschichte und nun dieses schöne Jufa-Hotel. Ich glaube, das Beste ist, man kommt her. Dieses neue Jufa-Haus ist absolut ein Vorzeigeprojekt. Wenn man sich hier umsieht, es ist wunderbar gearbeitet worden in höchster Qualität. Es sind steirische Firmen zum Zug gekommen. Es wurde ein Altbestand wieder saniert und erweitert. Also aus meiner Sicht mehr als gelungen. Ankommen und wohlfühlen. Das neue Jufa-Hotel in Bad Radkersburg.